Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zur Feier des Fronleichnamsfestes hier im Herzen von Köln auf unserem Roncalliplatz. Sie alle heiße ich herzlich willkommen, die heute Morgen den Weg aus den Kölner Innenstadtgemeinden und der Domgemeinde hier hingefunden haben und alle, die darüber hinaus aus nah und fern gekommen sind. Willkommen heiße ich auch all diejenigen, die in dieser Stunde mit uns verbunden sind über das Fernsehen, das Internet und das Radio, sodass Köln wirklich jetzt hier zum Herzen für die Fronleichnamsfeier in Deutschland und darüber hinaus wird. Und ich finde, dass das auch gut und angemessen ist, denn immerhin ist hier von Köln vor 740 Jahren aus die erste Fronleichnamsprozession im deutschsprachigen Raum gewesen. Köln war ein Zentrum immer des Fronleichnamsfestes. Deshalb ist es schön, dass auch heute Morgen so viele hierher gekommen sind. Wir wollen den Herrn heute Morgen in die Mitte stellen. Wir wollen danken, dass er sein Versprechen wahrgemacht hat. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist er in der bleibenden Gegenwart, seiner bleibenden Gegenwart in der Eucharistie. So wollen wir uns jetzt an ihn wenden, den Herrn der Kirche. Und wir wollen am Beginn dieser Feier unser Herz prüfen und um all das um Vergebung bitten, wo wir vor ihm und aneinander schuldig geworden sind, damit wir jetzt seine Gegenwart in Wort und Sakrament in rechter Weise begehen können. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Christe, Christe, ille, 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 ille,
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, que creó el cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado tus enemigos a tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Der Herr zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Von Zion strecke der Herr das Zepter deiner Macht aus, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht, wenn du erscheinst in heiligem Schmuck. Ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern, wie den Tau in der Frühe. Der Herr hat geschworen und nie wird's ihn reuen. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Der Herr steht dir zur Seite, er zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga.
Parola di Dio. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit redete Jesus zu den Menschen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Als der Tag zur Neige ging, kamen die 12 und sagten zu ihm: Schick die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen, denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagten: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst weggehen und für dieses ganze Volk etwas zu essen kaufen. Es waren nämlich etwa 5000 Männer. Er aber sagte zu seinen Jüngern: Lasst sie sich in Gruppen zu ungefähr 50 lagern. Die Jünger taten so und veranlassten, dass sich alle lagerten. Jesus aber nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und brach sie. Dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten, und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es 12 Körbe voll. Jézus kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égre, megáldotta és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Mindnyájan ettek és jól is laktak, s végül még 12 kosárra való maradékot szedtek össze. Jésus prit les 5 pains et le 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Thank you.
liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir am heutigen Tag Fronleichnam feiern, dann ist das nicht einfach nur ein Fest der Erinnerung. Ein Fest der Erinnerung an das, was Jesus damals im Abendmahlsaal tat, als er mit der Einsetzung der heiligen Eucharistie sakramental die Hingabe, seine Lebenshingabe am Kreuz vorwegnahm. Wir feiern heute mehr. Wir feiern Christi Gegenwart. Heute, hier auf unserem Roncalliplatz, mitten im Herzen unserer Stadt, mitten in der Welt. Der Herr ist wirklich da. Er reicht uns das Brot und sagt: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Das bin ich, der für euch sich hingegeben hat. Die heilige Eucharistie ist das deutlichste Zeichen seiner bleibenden Gegenwart auf unserem Lebensweg. Und das ist es, was wir heute bekennen. Das ist es, was wir heute feiern, auch in der sich an diese Messfeier anschließenden Prozession, die uns auf die Straßen unseres Lebens führt. Beim Zug durch die Wüste zeigte Gott einst seinem Volk Israel, dass er ihm nahe sein wollte. Und deshalb hat er es gespeist. Er hat sich um sein Volk gekümmert, bis ins Kleinste hinein. Und als sie hungerten, da gab er ihnen das Manna, das Brot vom Himmel. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, sagt dann später Jesus einmal von sich. Er ist das wahre Manna. Und wer von diesem Manna, wer von diesem Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, das ist mein Fleisch und ich gebe es hin für das Leben der Welt. Das, liebe Schwestern und Brüder, feiern wir heute. Und das ist mehr als nur Erinnerung an das, was damals geschah, sondern das ist Gegenwart, bleibende Gegenwart des Herrn, der sich uns als Brot des ewigen Lebens schenkt. Im Evangelium haben wir heute Morgen von der wunderbaren Brotvermehrung gehört. Den Jüngern, die Jesus auf den Hunger der Menschen aufmerksam machen, sagt er: Gebt ihr ihnen doch zu essen. Aber es waren nur 5 Brote und es waren nur 2 Fische. Jesus segnet Brot und Fisch und er gibt es den Jüngern. Und die teilen aus und das Wunder geschieht. Alle werden satt. Ja, es bleibt sogar noch übrig. Ist das, liebe Schwestern und Brüder, nur Erinnerung oder nicht vielmehr auch Anruf und Auftrag? Der jüngste Welthungerindex von 2018 ermittelt die weltweite Hungersituation und zeigt auf, wo der größte Handlungsbedarf besteht. Die Ergebnisse zeigen, dass in vielen Ländern wie auch im weltweiten Durchschnitt Hunger und Unterernährung zwar seit dem Jahr 2000 zurückgegangen sind, was auf klare Verbesserungen im Leben von Millionen von Frauen und Männern und Kindern hindeutet. Tatsächlich sind in manchen Regionen der Erde zwar beachtliche Fortschritte zu verzeichnen, in anderen Teilen der Welt aber halten Hunger und Unterernährung an und haben sich sogar noch verschlimmert. So leiden etwa 124 Millionen Menschen unter akutem Hunger. Ein markanter Anstieg ist das gegenüber den 80 Millionen von vor 2 Jahren. Kinder sind nach wie vor massiv von den Auswirkungen, die Hunger und Unterernährung mit sich bringen, betroffen. Rund 151 Millionen Kinder weltweit weisen
Wachstumsverzögerungen auf und 51 Millionen Kinder leiden unter Auszehrung. Hart erkämpfte Errungenschaften drohen wieder verloren zu gehen durch Konflikte, durch Klimawandel, durch schlechte Regierungsführung und durch eine Vielzahl anderer Probleme. Obwohl zweifellos belegt ist, dass echte Fortschritte möglich wären, werden die Ursachen und komplexen Einflussfaktoren von Hunger weiterhin nicht in angemessener Weise angegangen. Im Jahr 2015 verpflichteten sich die Länder der Welt auf das Ziel Zero Hunger bis 2030, also kein Hunger mehr auf dieser Welt bis zum Jahr 2030. Doch, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann verfehlen wir nicht nur unsere Klimaziele, sondern ebenso dieses lebenrettende Ziel. Gebt ihr ihnen zu essen, hat der Herr den Jüngern damals gesagt. Gebt ihr ihnen ihre Würde zurück. Dieses Wort Jesu ist genauso wenig wie die Feier des Fronleichnamsfestes nur eine Erinnerung an frühere Zeiten und an ein früheres Geschehen. Dieses Wort richtet Jesus heute an uns, an die Mächtigen in Politik und Wirtschaft und Gesellschaft, ebenso wie an uns als Kirche, wie an uns, an einen jeden von uns. Denn das Wunder der Sättigung, das kann auch heute geschehen. Wir brauchen nicht einmal eine wunderbare Brotvermehrung. Wir haben viel mehr als 5 Brote und 2 Fische. Das Brot ist für alle da. In einer Welt des Überflusses werden nach wie vor die Menschenrechte von Millionen Bedürftigen verletzt, die jeden Abend hungrig geblieben sind und ihr Leben an Nahrungsmangel und die Ignoranz der Welt verlieren. Hunger, liebe Schwestern und Brüder, ist oftmals sowohl Ursache wie auch Folge von massenhafter Vertreibung und Flucht. Hunger und Vertreibung, das sind politische Probleme. Und politische Probleme sind zu lösen. Die müssen endlich angegangen werden. Denn zum Wunder der Sättigung, von dem das Evangelium berichtet, gehört das Teilen. Dazu gehört die Schaffung von Gerechtigkeit und Anteilhabe an Wohlstand und Bildung. Dazu gehören humanitäre Hilfe mit langfristigen Entwicklungsmaßnahmen. Dazu gehört die Existenzsicherung der Vertriebenen. Dazu gehört die Kräftigung der Widerstandskraft der betroffenen Menschen, indem wir ihre eigenen Kapazitäten zur Selbsthilfe stärken. Aber nicht nur nach Brot für das natürliche Überleben hungern die Menschen. Weltweit hungern Menschen auch nach dem, was ihrem Leben Sinn und Halt und Erfüllung schenkt. Sie hungern nach Glück, das nicht zerbricht. Sie hungern nach Leben, das nicht stirbt. Sie hungern nach Liebe, die nie enttäuscht und die nie enttäuscht wird. Sie hungern nach einer Liebe, die trägt, sogar noch über die Todesgrenze hinwegträgt, in ein neues Leben hinein. Wo finden wir Nahrung, die diesen Hunger stillt? Wer stillt diesen Hunger nach Glück und nach Leben? Das Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, hat uns heute die Antwort gegeben. Wir haben von den hungernden Menschen in der Wüste gehört, die von Christus mit dem wunderbaren Brot gesättigt werden. Die hungernden Menschen, das sind wir selbst. Wir alle hungern nach Freude. Wir hungern nach Glück. Wir hungern nach dem Leben. Christus gibt uns das wunderbare Brot, das er selbst ist. Er schenkt sich uns selbst im Brot des Lebens und damit die Erfüllung unseres Menschseins. Was ist Glück ohne ihn? Es ist wie eine Seifenblase. Die mag noch so schön anzusehen sein, die mag noch so schön zu leuchten, aber plötzlich ist sie zerplatzt.
Was ist Menschsein ohne ihn? Ein Weg in die Leere, ein Weg in die Sinnlosigkeit, ein Weg in die Nacht. Christus ist die Erfüllung unserer Sehnsucht. Er ist die Erfüllung unseres Menschseins. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Wahrheit vom Menschen, die nicht verdunkelt werden darf. Am heutigen Fronleichnamstag feiern wir Christus, das Brot des Lebens, das den Hunger unseres Herzens stillt für alle Ewigkeit. Es zeigt uns den Herrn nicht nur als das Ziel unseres Lebens, nicht nur als die Erfüllung unseres Lebens. Vielmehr zeigt uns Fronleichnam auch, dass der Herr unseren Lebensweg mit uns geht. Gleich bei der Prozession gehen wir eben nicht nur mit ihm, nein, auch er geht mit uns. Er geht mit uns durch unser Leben, durch alle unsere Lebensbereiche. Und er klammert nichts aus. Immer und überall will er mit dabei sein und unser Leben mit uns teilen und leben. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist Grund genug, um Ja zu sagen zum Leben. Das ist Grund genug, dem Leben zu trauen. Das ist Grund genug, sich am Leben zu freuen und es mit anderen Menschen zu teilen. Schließen wir ihn deshalb aus keinem unserer Lebensbereiche aus, denn allein in ihm wird unser Hunger und unsere Sehnsucht nach Glück und Leben seine tiefste Erfüllung und unser Menschsein seine höchste Vollendung finden. Amen. Thank you.
Unser Herr Jesus Christus hat seinen Leib und sein Blut hingegeben für das Leben der Welt. Ihn bitten wir. Módlmy się za Kościół Święty na całym świecie, by wyrastał z owoców i mocy świętej Eucharystii. Erhöre uns, Christus. Per il nostro Santo Padre, Papa Francesco, per il nostro Arcivescovo Rainer e per tutti i Vescovi, siano essi una guida sicura per la Chiesa. Erhöre uns, Christus. Für unser Erzbistum Köln, dass wir die Zeichen der Zeit verstehen und uns mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Erhöre uns, Christus. ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ യുവജനങ്ങളും സന്യാസ സമർപ്പണ വൈദിക അന്തസ്സിലേക്കും വിവാഹമെന്ന കൂതാശയിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കുമുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ വിളി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Erhöre uns, Christus. Za nasz kratki dekanat Köln, da nasza djeca i mladež, posebice sve prvopričesnici, sve više produbljuju prijateljstvo s tobom. Erhöre uns, Christus. Rezemos por todos os doentes que se encontram nos hospitais e em suas casas, a fim de que eles sejam restaurados e fortificados pelo sacramento da Eucaristia. Erhöre uns, Christus. For our diseased brothers and sisters, may they be able to participate in the heavenly banquet in your kingdom. Erhöre uns, Christus. Denn du bist gekommen, um Leben in Fülle für alle zu erwirken. Dir sei Lob und Preis, heute und in alle Ewigkeit. Thank you.
lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir bringen das Brot dar, das aus vielen Körnern bereitet, und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Schenke deiner Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und den Frieden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und bitten dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit ihr versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden mit Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Apostel Petrus, den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen.
recepti salutaribus moneti et divina institutione formati, aut eimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Adeus un quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. So spricht Christus, der Herr. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Oh,
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Seht, was ihr empfangt. Empfangt, was ihr seid, Leib Jesu Christi, unseres Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt kommt der Augenblick der heiligen Kommunion, bei der wir Christus, den Herrn, in der Gestalt des Brotes empfangen. Die heilige Kommunion wird an vielen Stellen auf dem Roncalliplatz ausgeteilt. Die Geistlichen, die die heilige Kommunion spenden, werden von einem Ministrant mit einem roten Schirm begleitet. Wenn Sie eine glutenfreie Hostie benötigen, gehen Sie bitte zum gelben Schirm. Bitte drängeln Sie nicht, sondern machen Sie einander Platz, damit die heilige Kommunion in Würde empfangen werden kann. Vielleicht gibt es einige unter Ihnen, die nicht zur heiligen Kommunion gehen wollen oder können, weil sie schon lange keinen Kontakt mehr zur Kirche hatten oder nicht katholisch sind oder den Glauben an die Gegenwart des Herrn in Gestalten von Brot und Wein nicht teilen können oder in irgendeiner Weise nicht vorbereitet sind. Ich lade Sie herzlich ein, dennoch zum Kommunionsspender zu gehen und sich segnen zu lassen. Zeigen Sie dies bitte an, indem Sie die rechte Hand auf die linke Schulter legen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes ist für uns ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit. Sättige uns im ewigen Leben durch den vollen Genuss deiner Gottheit, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit.